Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Lös, mein Kanal heißt Lös Zockt und wie ihr seht, ich weiß, die Videos gab es lang nicht mehr, aber das Projekt gibt es auch noch. Und wir spielen mal wieder Jurassic World Evolution. Ja, es wurde leider ein bisschen pausiert, aber ja, wie gesagt, jetzt geht's weiter. Ich weiß gar nicht, was wir alles machen müssen hier. Der Trieze wurde Mountain wurde jetzt zugeliefert. Der trinkt jetzt erstmal, das heißt, der wird sich jetzt bald mit Killer treffen. Dann Edmund, Stefanie, ich habe schon wieder alles vergessen. Nico, Ed Sheeran, Trixie, Strutti. Ja, ich würde sagen, wir tun ja einfach. Wer könnte denn noch einen gebrauchen? Also, die Triceratops, die könnten noch einen. Boah, die. Die. Wartet. Ich muss kurz die Fossilien. Ja, wir haben den Draco Wax freigeschaltet. Und wir schicken unser Forschungsteam direkt wieder los, weil wir haben unten rechts die Aufgabe, den Draco Wax auf 60% zu bekommen. So, also die Edmontosauren könnten auf jeden Fall noch einen vertragen, die Triceratops auch. Und wo ist Strutti? Da ist Strutti. Ja, die auch. Aber am meisten, glaube ich, die Edmontosauren. Also tun wir da noch zwei Edmontosauren rein. Und danach vielleicht auch mal wieder ein neues. Nämlich den Draco Wax. Ja. Unser Forschungsteam könnte sich. Diese Gelegenheit ist. Na ah, ja, das nehmen wir an. Unterhaltungsabteilung helfen. Also denken Sie bitte darüber nach. Wo haben wir denn noch sehr wenig? Also hier ist, glaube ich, fast 100%. Nur hier fehlt vielleicht noch eine. Ja, wir könnten die. Wir könnten hier noch eine Besuchersichtungsplattform reintun. Hier an Zaun. Wo ist denn der Zaun? Mit Ihnen in meinem Team sind wir unaufhaltbar. Wirklich gut gemacht. Wo ist der Zaun? Ah, da ist der Zaun, okay. Wodurch ist das denn verbaut? Okay. Ja, noch ein bisschen. Toll, jetzt ist der Dinosaurier zu nah. Wo ging's? Da ging's, wartet. Ja, lohnt sich nicht so richtig, ne? Eher hier lohnt sich das. Da deckt der mehr ab. So, auch schön nah am Gehege, damit die alles beobachten können. Ich mache hier noch einen Mini-Weg weiter. So. Dann hier hin. So. Was ist denn mit Fossilien? Sind die schon wieder zurück? Ja. Ich würde sagen, wir schicken die direkt nochmal zu den Edmontosauren, weil. Zu den Draco Waxen. Schön mitten durchs Gehege, damit das alles schön wunderschön aussieht, ne? So. Na, das sieht doch wunderschön aus, so mitten im Gehege so ein Strommast. Ja, wir haben beide Aufgaben abgeschlossen. Und hier können wir die rauslassen.
das können wir eigentlich überspringen und jetzt den nächsten direkt. Und jetzt tun wir da direkt einen Draco Wax rein. 64%, ja, das ist schon wahrscheinlich, dass der das dann überlebt. Haben wir hier auch Upgrades drauf? Erfolgsrate, Erfolgsrate, Erfolgsrate. Ah, wir haben noch nichts anderes freigeschaltet, ne? Ja. So, wir wollen ja nicht, dass die komisch heißen, deshalb benennen wir den jetzt einfach in Norbert. Irgendwie erinnert der mich an Norbert. Ich weiß nicht warum, aber Norbert ist mir gerade so eingefallen. Ed Sheeran, Edmund, wo ist der letzte? Hier. So. Thomas. Geile Namen, ne? Hier. Edmund, Thomas, Norbert und Ed Sheeran. Warum ist Ed Sheeran kein Alpha? Oder ist Ed Sheeran der Alpha? Ich muss es nochmal nachschauen. Rhodium 80.000, dankeschön. Ja, hier haben wir Rhodium neu entdeckt. Könnt ihr euch dann wieder durchlesen. Rhodium ist eines der seltensten und wertvollsten Edelmetalle. Sehr interessant. Und Draco Wax tun wir direkt noch einen zweiten rein. Ja, den lassen wir frei. Und das erste Mal, wenn wir eine neue Art rauslassen, dann schauen wir es immer ganz, die Animation hier. Deswegen bin ich jetzt auch leise, damit wir den Schrei hören. Oh. Das war aber kein mächtiger Schrei. Aber Drachenkönig, der Draco Rex, klingt beängstigend. Ist aber nur ein Pflanzenfresser. Der Draco Rex, nee, ich nenne ihn Draco Rex. Verraten Sie denen bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Ganz ehrlich, mir ist das so egal, dass der Draco Rex heißt, aber ich finde Draco Rex oder Draco Rex erinnert mich schon sehr an Draco Malfoy, deswegen heißt er jetzt einfach Draco Rex, Draco Malfoy. Ja, wir müssen schnell noch einen zweiten direkt reinbringen. So, dann tun wir direkt auch noch einen dritten rein. Nee, den wollte ich jetzt eigentlich nicht reintun. Auch wenn wir jetzt dadurch sehr viel Geld Verlust gemacht haben. Ja, es geht eigentlich. So, das können wir wieder überspringen. So, und wann kommt mal wieder eine neue Aufgabe? Ich hole uns eine neue Aufgabe. Mission, hier haben wir schon alle abgeschlossen. Das heißt, was brauchen wir noch? So, wie stehen wir denn? Ja, wir können Wissenschaft mal ein bisschen pushen, ne? Ich habe etwas Neues, das Sie sich ansehen sollten. Ja, das geht ja ganz easy. Da schicken wir die ganz kurz wieder zum Draco Rex, weil der noch nicht so viel. Ja, danach können wir den hier hin schicken. Und dann haben wir die Aufgabe schon. Finanzielle Sicherheit ist fast genauso wichtig wie persönliche Sicherheit. Also nehmen Sie diesen Auftrag an. Ja, wir tun hier direkt noch einen Strutti rein. Das Gehege wird komplett überfüllt, aber das. Na, noch geht's eigentlich, ne? Ist ja auch ein großes Gehege. Zur Not vergrößern wir das hierhin noch. Ich würde sagen, dass wir hier noch ein Gäste-Ding dahin tun. Vielleicht ein Restaurant, wo ist es? Ah, haben wir noch gar nicht freigeschaltet oder was? Ja, anscheinend. Dann tun wir da einen Kleiderladen hin. Hier hinten schön zum alleinstehenden zum alleinstehenden Beobachtungsding. Das lockt dann noch ein paar mehr Besucher an. Da tun wir dann auch eine Toilette hin, damit die sich da auch aufhalten können, ohne dass
Okay, lass mich das einfach nicht mit dem Weg verbinden. Wir versuchen es nochmal. Ja, okay, dann haben die halt nur so einen Mini-Weg. So, da stellen wir direkt ein, dass man dann Dino-Shirt für... Was macht am meisten Gewinn? 405, 500. Ja, komm, das hier. Für 23 Euro und 10 Euro Ding. Damit machen wir Minus, aber das macht die Gäste zufrieden. Ich schätze, wir können diese Sache als Erfolg verbuchen. Gut gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Und die schicken wir direkt jetzt mal zu diesem... Ah, oh, was können wir hier finden? Ceratosaurus brauchen wir aber im Moment noch nicht. Wir brauchen eher... Ja, komm, brauchen wir eigentlich auch nicht, aber können wir ja... Den Draco Rex, den können die jetzt auch mal einfach frei lassen. Hallo? Ich würde gerne noch einen Strutti ausbrüten, weil das sehr schnell geht. Und dadurch haben wir dann die Aufgabe auch gemacht. Ah ja, die müssen wir noch anders benennen, ne? Oh. Ja, hier haben wir noch. Also, die halten sich im Rudel auf. Draco Malfoy ist das Alpha, das finde ich schon mal sehr schön. Wie sieht der denn aus? Wie sieht der für mich aus? Irgendwie war mein erster Gedanke Karl. Ich weiß nicht warum, aber Karl. Ja. Passt eigentlich nicht, aber egal. Und den nächsten, den nennen wir einfach David. Wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft, vor allem hier in der Gegend. Ja, damit hätten wir auch die Aufgabe geschafft und ich würde sagen, ich lasse das Video jetzt vorerst einmal stehen. Haut rein, mein Name ist Löst, mein Kanal heißt Löst Zockt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!